heutigen Video müssen wir einfach mal die verschiedensten Tsunamis in Minecraft überleben. Lava-Tsunamis, Wasser-Tsunamis, Eis-Tsunami, Feuer-Tsunami, alles ist am Start. Und starten wir mal rein. Oh mein Gott, Leute, schaut euch das an, der Tsunami, er kommt einfach mal. Ich muss schnell zu Sinti, ich muss schnell zu Sinti. Sinti wird nicht glauben, was wieder passiert ist. Er wird nicht glauben, was wieder passiert ist. Die Tsunamis sind einfach mal zurück. Und es scheint wohl ein Wasser-Tsunami zu sein. Schaut, Leute, er nähert sich immer weiter. WTF, WTF, da ist das Haus von Sinti, Leute. Oh mein Gott. Sinti. Hallo. Ja, ja, was ist los? Was ist los? Ey, schau mal raus. Guck mal. Es ist wieder soweit. Es ist wieder soweit. Da hinten. Was? Siehst du es? Ich sehe nichts. Wo denn? Siehst du es da oben? Da kommt der Tsunami angerattert. Oh mein Gott, was machen wir jetzt, Pat? Ey, ich hab keine Ahnung. Wir sollten aber auf jeden Fall schnell sein, weil es kann sich nicht mehr, um viele Minuten handeln, bis der Tsunami einfach mal hier am Start ist. Schau dir mal an, wie groß der ist. Der wird unser Haus komplett in die Brüche reißen. XXL, ne? Alter, so ein richtig fetter Tsunami. Komm, wir gehen lieber rein, Sinti. Wir gehen lieber ein bisschen sofort rein. Ich schließ ab, alles. Das ist wichtig, wichtig. Warte. So, einmal hier rein. So, zack. So, und am besten sofort auch die Tür zu machen. Ja. Alter, dass das hier nochmal passiert sind, hättest du das gedacht? Nee, niemals. Ich mache hier auch die Jalousien runter, alles. Ja, ne? Das sicher ist sicher. Sein. Ich weiß nur nicht, denkst du, dass unser Haus auch das Ganze aushalten wird? Weil ich meine, so ein Tsunami, der hat ja auch schon ein bisschen Power, ne, muss man wirklich sagen. Wir haben nur ein Holzhaus, ne? Das ist auch Holzhaus, nicht das wahre hier. Ah, wir hätten uns besser vorbereiten sollen, aber wir konnten es ja auch nicht wissen, ne? Ja, das kann man nicht ahnen. Alter. Oh mein Gott, der Tsunami ist da, sind die! Hilfe, der Tsunami ist da! Hilfe, Heilige, guck das nach, guck das an, guck mal ich da links. Links, da kommt alles. Es wird alles zugespült, WTF, wir haben keine Chance. Soll ich mal die Tür aufmachen? Ich weiß es nicht. Das ist schon gefährlich, Pat. Oh Gott, ich. Nee, lass uns nicht die Tür aufmachen, Tim. Sinti, wir müssen uns runtergraben. Komm. Wir müssen uns irgendwie in Sicherheit begeben. Das macht so keinen Sinn mehr. Du hast recht. Wer gräbt? Du oder ich? Ja, ich grab schon, alles gut. Okay, dann komm. Sinti. Kommst du runter? Ja, ich warte. Kann ich? Ich komm runter. Also, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Fackeln. Hast du noch ein paar Fackeln am Start? Ja, eine Sekunde. Okay. So, ich platziere hier einfach Fackeln. Ja, genau, platziere schon mal die Fackeln. Ich weiß jetzt halt nicht, welche Richtung wir nehmen sollen, ne? Ob das jetzt hier die richtige Richtung ist. Also, der Plan wäre jetzt, dass wir uns sehr weit nach hinten graben, damit wir versuchen, irgendwie diesen Tsunami zu umgehen. Das sollte hoffentlich machbar sein, aber es kann natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und dann sollten wir aber echt zusehen, dass wir den nächsten Tsunami so ein bisschen besser planen, weil, ja, der hat jetzt leider nicht so viel, so gut funktioniert. Nee, wir brauchen eine viel, viel bessere Base, ne, fürs nächste ja, Mal. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ah, Mann, ich weiß aber nicht, wie weit wir das noch machen sollen. Das kann halt echt noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, ne, deswegen, ich bin jetzt hier gerade... Pat, von hinten kommt Wasser! Was? Warte mal, oh Gott, ich seh's, warte mal! Oh mein Gott. Alter, warte mal, was ist denn da passiert? Lass mich mal ganz kurz gucken. Ist da der Tsunami reingekommen, hä? Ja, ist der Tsunami? Oh mein Gott, warte mal, ich seh's gerade, das war wahrscheinlich undicht. Alter Schwede, warte, lass das hier lieber zumachen. Ja, guck mal, sobald du ein... Okay. Oh. Sinti, alles gut. Okay, haben wir nochmal so ganz knapp überleben können, das war sehr gut. Ja, das war richtig knapp. Aber ich würde sagen, wir legen mal lieber los und bauen uns hier noch ein bisschen weiter. Es kann halt echt ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber lieber so, als dass wir sterben, Sinti. Nummer sicher, genau. Ey, Sinti, wir bauen uns jetzt schon so lange, das kann doch gar nichts mehr werden. Denkst du wirklich, das macht so Sinn? Ja, bleib dran, glaub mir, immer dran bleiben. Das klappt aber nicht. Das klappt, Pat, ja, okay, aber... Oh, wir sind irgendwo rausgekommen. Hab ich doch gesagt. Wir sind irgendwo rausgekommen und hier scheint kein Tsunami am Himmel zu sein. Das sieht gut aus. Ey, nochmal Glück gehabt. Wir haben, glaube ich, echt den Wasser-Tsunami überleben können. Aber jetzt heißt es auf jeden Fall nochmal Gas geben, weil es kann sein, dass wir jetzt einen Lava-Tsunami abbekommen. Und ey, ganz ehrlich, so ein Lava-Tsunami, damit ist nicht zu spaßen. Ich hab eine Idee, Pat. Was denn? Wir sollen unser Haus aus Holz bauen. Das ist nicht so gut gegen Feuer. Holz, heilige Makrele, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir müssen auf jeden Fall Obsidian nehmen. Auf jeden Fall Obsidian und am besten noch so ein bisschen Glas. Hast du das Obsidian noch aus der Kiste mitgenommen? Warte, ich gucke jetzt im Inventar. Ja, ich habe knapp 3 Stacks. Ja, okay, ich denke mal, das sollte ausreichen. Sehr, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, ich weiß jetzt nicht, wo die perfekte Position ist. Vielleicht so am Hang oder sowas? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube da hinten. Einmal rüberschwimmen und dann dort am Hang. Ja. Das scheint eine ganz gute Position zu sein. Und Leute, wie gesagt, wenn ihr es nicht getan habt, gerne nochmal schnell einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen, denn...
Wie gesagt, hier gibt es auf jeden Fall die besten Tsunami-Tipps, die es in Minecraft geben wird. Und wir sehen jetzt erstmal zu, dass wir da irgendwie hochkommen, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall beeilen. Wir wissen ja nicht, wann es losgeht, ne? Das weiß man nie, ne? Aber da hinten schon Lava fließen sehen, das war, glaube ich, Lava einfach nur vom Berg, ne? Das kann natürlich immer ein bisschen passieren. Also kein Anzeichen für den nächsten Tsunami, oder? Nee, kein Anzeichen. Hast du zufällig auch noch irgendwas zu essen am Start? Weil ich habe langsam echt kein Essen mehr und das wäre schon, glaube ich, ganz gut. Ja, ich kann dir aber nur Brot anbieten. Ja, ist egal. Hauptsache irgendwas... Pet! Oh Gott, aber ich glaube, das ist noch nicht der Tsunami, das sind, glaube ich, diese Vorwirkungen. Gib mal ganz schnell noch Dings, Essen, ganz wichtig und Glas am besten. Hab ich das geklappt, oder? Hey, wo, ach so, okay, sorry. Ey, ich krieg einfach keine klaren Gedanken mehr, das ist so spannend, ne? Nee, das ist auch ein bisschen hektisch jetzt alles, ne? Ja, also, das scheint aber noch nicht der krasse Tsunami zu sein, weil guck mal, das fließt relativ langsam runter, ne? Ja, aber es bahnt sich was an, weißt du? Ja, da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Ich würde sagen, gib mal am besten noch schnell hier ein bisschen Glas. Genau, so, sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier nochmal die Pfeiler hin und dann... Ja, ein bisschen Glas darf halt auch nicht fehlen, ne? Ein bisschen Glas darf auch nicht fehlen, dass wir wissen... Genau. Ob das auf uns ist, ne? Genau. Und vielleicht wäre es auch nicht verkehrt, wenn wir so eine Art Notfallbunker bauen, wir halt zur Not flüchten können, ne? Weil... Ey, nicht, dass auf einmal unser Obsidian hier einstürzt. Ey, man weiß das nicht, ne? Das kann natürlich auch passieren. Ja, du hast recht. Und ich weiß nicht, also, ja, vielleicht noch nicht alles zu bauen, dass wir auch noch die Möglichkeit haben, irgendwie die rauszukommen. Tür vielleicht, ne? Auch irgendwo. Genau. Ich hab eine Idee, eine Eisentür brauchen wir. Eine Eisentür, das ist eine gute Idee, sehr, sehr gute Idee, ja. So, dann mache ich jetzt hier nochmal ein bisschen Glaselemente rein, zack. Hier musst du auflassen. Genau, hier lasse ich jetzt offen, so zack. Zack, dann machen wir den Boden auch aus Obsidian. Bis auf eine Stelle, die mache ich jetzt nicht aus Obsidian, weil dann können wir da nämlich runtergehen, zur Not, ne? Also irgendwie in so einen Schutzbunker oder so, richtig. Ne? So zack. Ja, aber mach den Schalter am besten hier oben drauf. Ja. Ne? Wichtig. So, dann machen wir, würde ich sagen, diesen Notfallbunkerbereich hier irgendwie hin. So, zack, das heißt, hier können wir runterfliehen. Genau, und eine Decke darf natürlich auch nicht fehlen, weil... Und ich würde sagen, wir machen so einen Glashimmel, ne? Dass wir sehen, ob die Lava auf uns schon ist. Genau, weil sonst kann man das relativ schlecht einschätzen, aber so mit einem Glashimmel sollte das eigentlich möglich sein, ne? Richtig. Wie sieht's aus bei der Lava, die fließt? Okay, die fließt immer noch, aber alles im grünen Bereich. Nicht bislang, aber wir wissen beide, das kann richtig, richtig schnell gehen. Ey, das kann manchmal wirklich von einem auf einen anderen Moment kippen, deswegen sollte man da aufpassen. Ja, und oh mein Gott, ist das heiß hier. Oh mein Gott, ich komme wieder zu dir. Ja, komm lieber rein, genau, ja, so. Zack. Ist hier alles auch dicht? Nochmal lieber sicher gehen, dass hier wirklich alles dicht ist. Genau. So, hier habe ich mich jetzt leider verbaut, aber gut, ist halt jetzt so. Okay. So, dreh dich um, schnell! Was? Nein, warte mal, sind die, oh Gott, es fließt! Ist alles safe, Alter, ja, es fließt! Oh mein Gott, alles voll, schau sie an! Oh Gott, ich hab noch eine Fackel. Alter, Schwede, es ging ja jetzt schneller, als wir gucken konnten. Ja, was machen wir jetzt? Ich will jetzt gar nicht sagen, aber willst du mal rausgehen, Sinti? Schauen, oder? Ja, genau. Ich gehe da auf gar keinen Fall raus. Alter, kein Geld der Welt. Nein, wir können jetzt schon wieder runterbauen, Sinti. Nein, ey. Aber wir können auf jeden Fall festhalten, Obsidian ist eine sichere Quelle. Mit Obsidian. Auch, dass es richtig heiß ist, ja. Ja. Es ist ein bisschen heiß auf jeden Fall, aber Obsidian ist eine Quelle, worauf wir auf jeden Fall vertrauen können, wenn der Tsunami kommt. Ja. Ja, wir sehen halt jetzt nichts von außen, ne? Das ist das Problem. Ich glaube, wir müssen wieder graben. So, dann bauen wir uns einfach runter. Ja. Es ist ein bisschen mühselig, aber es funktioniert auf jeden Fall. So, zack, kannst hier runter. Kannst du noch einen Block zur Seite bauen, dass ich mitkommen kann? Ja, mach ich. Warte. Ich baue mich ja hier schon weiter, aber irgendwie habe ich so ein mulmiges Gefühl dabei, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Sinti, ne? Ja, ich bin hinter dir, warte. Also, wir können weitermachen. Komm, wir kommen weiter. Aber anscheinend scheint ja hier alles so weit zu funktionieren, ne? Ich weiß halt nur nicht, ob das jetzt klappen wird, dass wir wirklich wieder irgendwo rauskommen, weil Lava ist ja schon so ein bisschen aggressiver als Wasser, würde ich behaupten. Ja, ich höre hier irgendwas da oben. Ich glaube, das Glas bröckelt ein bisschen. Nein, das kann doch nicht wahr sein, als ob das bröckelt. Ja, ich bin am Gucken und... Und, was, wie ist das? Oh mein Gott, Pat, hier kommt was. Was? Ich glaube, das Glas ist gebrochen. Was? Hä? Nein, warte mal. Hast du Blöcke? Oh mein Gott, ich hab Blöcke, warte mal. Alter, schau's dir an. Ich hab's gehört, das Glas hat richtig gebröckelt. Ehrlich?
Ja, okay, Lava darf man halt auch nicht unterschätzen, ne? Aber gut, das hatten wir schon. Was ist nochmal ein Tsunami? Lava-Tsunami? Also wenn die jetzt wirklich nochmal irgendwo rauskommen sollten, ich weiß, ich muss sagen, ich bin ein bisschen, ja, zwiegespalten. Ich glaube das irgendwie nicht, ne? Ich glaube jetzt, dass die Welt schon... Einfach weitermachen. Ich glaube, dass die Welt nämlich jetzt auch schon echt kaputt sein könnte, weil Lava zündet natürlich alles an, ne? Und bei Wasser war das mal ein bisschen anders. Aber gut, wir bleiben einfach mal dabei. Oh, ich habe keine Ahnung. Wir graben hier schon wieder schon so lange und irgendwie werden wir hier auch nicht schlauer, muss man wirklich sagen, ne? Wir müssen dranbleiben, Per, du kennst es doch. Wo sind wir denn überhaupt? Warum kommen wir denn nirgends raus? Warte mal, Dreck haben wir, Oh mein Gott. Denkst du, wie kommen wir raus, sind die? Pass auf, vielleicht ist irgendwie Lava gleich über dir, ne? Oh, hey, warte mal, Cobblestone? Hä? Ist, oh mein Gott, da ist Lava auf Wasser getroffen, Wasser, deswegen. Wasser! Wasser sind die! Ein Wasser-Tsunami, pass auf. Oh mein Gott, das ist nicht der Wasser-Tsunami. Es scheint ein Villager doch zu sein, sind die, ne? Ja, aber was für eins. Ich hoffe mal, dass die hier nichts wissen, die Villager. Lingelingelingelingeling, Tsunami kommt! Nein, Spaß, Tsunami kommt nicht, aber es besteht natürlich die Wahrscheinlichkeit, ne? Es besteht natürlich die Wahrscheinlichkeit. Ich würde sagen, wir lassen gar nicht so lange hier doof herumstehen, sondern wir gehen mal hier gucken, ob vielleicht finden wir hier irgendwas. Vielleicht wissen die Villager auch irgendwie mehr als wir. Ja, also ich sehe auf jeden Fall, da ist eine Kiste am Start. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal rein. 2 Eisen haben wir. Ja, so ein bisschen mehr Eisen haben wir. Und hier ist sogar noch ein Schild, Sinti, und da steht drauf, es wird brennen. Warte. Es wird brennen. Das ist vielleicht eine Ankündigung für den nächsten Tsunami-Pad. Denkst du, was soll das denn sein? Lava-Tsunami hatten wir doch schon. Feuer-Tsunami vielleicht? Oder ist das nicht das Gleiche? Oh nein. Geht das denn überhaupt? Wie soll denn ein Feuer-Tsunami entstehen? Hier ist alles möglich, Pat. Das weißt du und das weiß ich auch ganz genau. Aber wir haben auch nicht mehr so viele Rohstoffe, sehe ich gerade, ne? Ich hab nur noch ein bisschen Cobblestone und Holz. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und ich habe das Gefühl, dass wir auch nicht so viel Zeit haben. Okay, das Ding ist halt, alle Villager in so ein kleines Haus zu bekommen. Das könnte unmöglich werden, um es einfach mal so auszudrücken, ne? Das ist unmöglich. Ja, warte mal, wir machen Folgendes. Wir machen jetzt hier so einen Untergrund. Oh nein, guck mal, ich hab keine Blöcke mehr, sind die. Ich hab fast nur noch Cobblestone und Holzpad. Nein, nicht mehr. Nee. Oh nein, okay, dann müssen wir auf Glas sitzen. Komm, wir sitzen auf Glas jetzt hier. Glas hat gerade eben schon nicht gehalten. Ja, aber wir müssen jetzt halt mal ein bisschen Risiko eingehen. Was haben wir denn für eine Wahl? Wir haben keine Wahl, ja, sind die. Wir müssen irgendwas machen. Irgendwas müssen wir machen. Okay, dann suchen wir noch mal ein bisschen Cobblestone hier auf, vielleicht so zwischen zu bringen. So eine kleine Mischung jetzt also aus Cobblestone und Cobblestone und Glas und Obsidian. Und also so alles so ein bisschen dabei. Vielleicht können wir das Dach auch noch mal aus Glas machen. Und dann... Ja, gucken wir mal, dass wir vielleicht die ein oder andere Villager hier zumindest unterbringen können, ne? Schön wär's, ja, ich hoffe es, ne, ich hoffe es. Ja, das Haus ist jetzt eher schlecht als recht, muss man sagen, ne? Haben jetzt hier so eine kleine Verbindung aufgebaut, sehr, sehr gut. Okay, sehr schön, dass du das gemacht hast. So, also Glas wäre jetzt hier überall, sind die, ne? Ja, immerhin okay, etwas. Okay, so vielleicht hier nochmal. Vielleicht, was kann ich in die Cobblestone kann ich hinpacken und hier irgendwas, warte mal, oh mein Gott, sind sie, guck mal, das ist brennt alles, oh Gott, mach aus, wir wissen alle, was das heißt. Oh nein, es ist aber kein Tsunami, sind sie, alles gut, aber alles die gut. Anzeichen. Mach aus. Wasser. Gib mir auch einen Wassereimer, wenn du hast, gib mir Wassereimer. Ja, einen hab ich. Da oben brennt, gib schnell. Ja, mach du. So, warte mal, da oben, heilige Makrele, wie sollen wir das denn alles unter Kontrolle bringen? Oh mein Gott. Nein, es brennt schon alles, Sinti. Es brennt schon alles. Was macht ihr jetzt? Wie sollen wir das hier retten? Oh nein, die armen Villager, wir müssen das doch irgendwie unter Kontrolle bringen. Hier, Wasser. Komm, ja, komm. Das schaffen wir, Sinti, komm. Nein, ich hab hier alles gelöscht. Okay, sehr gut. Hey, wo ist mein Wasser hin? Komm. So, es sieht gut aus, Sinti, es sieht gut aus. Zumindest können wir verhindern, dass das auf die Bäume rübergeht, weil das könnte natürlich super gefährlich werden, ne? Das wäre richtig katastrophal. Dann könnte ich heute Nacht nicht mal schlafen. Nee, ich auch nicht. Oh Gott, aber... Okay. Alles gut, Sinti, alles gut. Wir haben zumindest größtenteils gerettet. Oder wie sieht's bei dir aus? Bisschen viel Wasser, aber das musste halt sein. Ja. Oh Gott, hier, aber ein paar Blöcke sind noch am Brennen, sehe ich gerade. Oh Gott, hast du die Klinge angemacht? Ich bin das. Ich hab die Villager gewarnt. Okay, aber sieht gut aus. Also ich glaube, alles... Oh, der Villager ist ja auch schon außer Atem. Mhm. Okay, komm, noch mal ganz schnell was essen. Aber auch, dass die Eisengolem gar nicht mitgeholfen haben. Ne? Oh Gott, guck mal rein. Schnell. Alter Schwede. Oh mein Gott. Alter Schwede. Junge, das ging ja jetzt richtig schnell. Was ist das denn?
Was ist das denn? Alter, da, schau's dir an, alles geht kaputt, alles geht kaputt, alles geht kaputt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben ein Problem. Oh Gott, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, hier brennt alles. Hier brennt alles. Holz. Oh nein, 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 nein. Oh nein, schau's dir an. Guck mal, was passiert, wenn wir jetzt... Ist es Feuer? Es brennt doch, glaube ich, ne? Warte. Ja, ich geh mal, ich opfere mich mal, warte. Oh nein, das war keine gute Idee, Hilfe! Nein, nein, sind sie! Ich hab kein Wasser mehr. Hilfe, nein, nein! Oh nein!